Moinsen und herzlich willkommen zu einem weiteren Mario Kart Tour Video. Wo wir jetzt sind, ist nämlich Bowser Jr. Cup und ja, und Kalimari-Wüste waren wir dort stehen geblieben. Jetzt gehen wir in den Koopa Großstadtfieber. Mit Bowser Jr. Lass uns loslegen. Ah, fast alle Mädels von Super Mario, fällt noch Daisy. Dann ist es plötzlich komplette Mädels im Rennen. Los geht's. Oh, Alter. Jagt mich nicht hoch mit dem Bob-Omb. Und es wurde durch das Update hier ein bekanntes Problem aufgehoben. Und jetzt läuft das jetzt wieder ganz komplett super. Weil das Ganze hier, Probleme hier, das lag wirklich daran, dass es plötzlich hier immer zum Stehen kommt. Ja, und es wurde jetzt ein bekanntes Problem aufgehoben. Und das finde ich jetzt super gemacht. Oh ja, bitte. Volltreffer. Gut gemacht. Finde ich sehr super. Also das bekannte Problem, was aufgehoben wurde, finde ich super. Absolut super. Also toll gemacht. Das haben sie jetzt echt sehr super gemacht. Bekannte Probleme bekannte Probleme aufzuheben. Der ist genau in die Pfütze reingefahren. Und wir haben es geschafft. 10.815 Punkte. Wunderbar. Everflow, okay. Hört sich auch so ein toller Name an. 5 Sterne. Wunderbärchen. Regenbogen Boulevard kommt jetzt. Was ist mit dir, Baby Rosalina? Ein Yoshi-Ei und ein Goldgleiter. Oh, 2 Rosalinas. Einen Halloween und einen Schwimmerin. Und los! Einfach nur knuffig, Baby Rosalina. Deswegen kommt die auch in meiner Story mit dazu rein, weil Saschas Freundin hat ja auch Baby Rosalina auch mit dabei. Die knuffigsten aller Charakter. Auch zu den Babyprinzessinnen. Oh, ich bin ja ganz schön weit vorne. Das ist ja übelst witzig. Ich bin weit vorne und die anderen fallen ja direkt in den Sternen in den Regenbogen Boulevard runter. Autsch. Das wäre jetzt ganz günstig für mich. Und ein super günstiger Superhupen-Party. Oh, wie weit ich vorne bin! Und Nonstop-Serie! Oh, wie weit ich vorne bin! Alter, ich war so weit vorne und dann gleich auch noch Nonstop-Serie. Das ist krass. Das ist sowas von krass. 13.526. Oh, die Nonstop-Serie, das ist super. Oh nein, jetzt kommt die Unfallfreiheit mit Koopa. Koopa, die Schildkröte. Nun, wollen wir es verhindern, einen Unfall zu bauen? Los geht es.
überall Piranha-Pflanzen. Und von Cool Guy habe ich dafür, also der Abonnent Cool Guy, hat er davon erzählt in den, oder in man, zu den Kommentaren, also zu den Kommentaren, was da geschrieben hatte. Ich bin mal gespannt, weil ich habe schon mal gehört, dass es bestimmt den Peach als Braut kommt, als Gold, in der goldenen Röhre. Das wollte ich auch so gern hoffen. Also ich werde das auch so gern hoffen, dass es Peach ist. Weil letztens bei Lucky Round war das leider eine Niete. Aber die Lucky Röhre ist tatsächlich bis Freitag und vielleicht schaffen wir das noch. Oder ich werde offline dafür hier. Wenn nicht, wäre natürlich schade. Aber es ist nicht so schlimm. Hoffentlich, also als Hoffnung hier, dass Peach in der goldenen Röhre drin ist. Okay, Bowser Jr. Cup wurde fertig. Und nun kommt Baby Rosalina Cup. Und zwar im königliche Rennpiste. Okay, mit Peachette. So, und jetzt hier, wir spielen ja mit Goldfarben, Gold-Silber-Ballon. Ah, okay. Das ist fast ein Mädelsgang. Peachette ist ja auch so ein Mädchen. Aber so eine Mischung aus Toadette und Peach. Wegen die Superkrone. Aus New Super Mario Bros. U Deluxe. Neuer Charakter hinzugefügt. Fürs Mario Kart Tour. Wow. Aber ich will diese Ticket noch nicht benutzen. Jetzt fahre ich direkt noch eine Banane rein. Oh mein Gott. Aber es sieht natürlich nice aus in diesem Goldbau. What? Durch diese Verbesserung von Peachette kommt 3 Pilze raus. Alter. Also ich finde also von diesen Erneuerung, also die also Neuerung von dem Levelaufstieg, richtig cool gemacht. Also ich finde die Neuerung von Level echt wirklich super gemacht. Verdammt. Okay, wird es bestimmt Vierter reichen. Ach komm schon. Fünfter, Siebter, na super. Oh Mann, ich kann das überhaupt nicht mehr so denken, dass ich das Siebter bin. Aber Schwarm drüber. Wir haben noch was vor. Das war zu blöd für mich. Okay, neuer Auftrag fertig. Das habe ich ja schon. Was war das beim Auftrag hier in der Mitte? Mal gucken hier. Irgendwie ein Auftrag. Erhalte einen Rennen 7000 Punkte oder mehr mit einem Cooperlink-Fahrer. Okay. Tourgeschenk kriegen wir. Ah, wir kriegen einen Drachen. Wieder mal. Und zwar Sprung-Mario-Drachen. Okay. Sonnenuntergangswüste X mit Bauarbeiter Mario.
Okay. Sieht nicht schlecht aus. Und wieder mal in den cooleren Piste. Aber was schade, was jetzt nicht kommt, ist Blätterwald. Den habe ich auch richtig so gut gefeiert. Aua, das tut weh. Oh Mann, ich muss mich erstmal einspielen lassen wegen die Sonnenuntergangswüste. Jetzt habe ich 13 solche Itembox-Tickets. Oh, Starry. Oh, das war knapp. Oh. Super knapp. Und dann Treff. Autsch, das war jetzt Gegentreffer. Ach komm. Ach komm schon. Warum ausgerechnet Fünfter? Das ist jetzt doch völlig unfair. Das ist jetzt völlig unfair. Da brauchen wir noch 11.900. Sowas schaffe ich nie. Oh nein, Schokoinsel kommt noch mit dazu. Och nö. Warum ausgerechnet Schokoinsel? Warum ausgerechnet Schokoinsel? Das ist einfach meine Hassstrecke. Ein reinster Trollparadies für Fahrer. Alter, bitte keine bekannten Probleme wieder. Autsch. Siehst du, ich hab's ja gesagt. Das ist der reinste Trollparadies, die mich richtig trollen. Ach komm schon, Menschenskinder nochmal. Warum lande ich immer nur Vierter? Das ist doch völlig unfair. Ich finde es scheiße, dass es jetzt hinzugefügt wurde in dieses Schokoinsel. Der reinste Trollparadies. Manometer. Das ist so schlimm. So schlimm bei diesen Leuten. So, was kommt jetzt als nächstes? Itemboxbruch. Aber erstmal Tourgeschenk. Itemboxbruch mit Rosalina. Los geht's. Ein Itembox verfehlt. What? Es regnet Itembox. Oh,
Okay, 25 Punkte. Okay, 22 reichen ja zu. Nun kommen jetzt meinen nächsten Cup. Das war der vorletzte Cup. Waluigi Cup. Sonnenuntergangswüste R. Wir spielen diesmal Yoshi. Den Sonnenrot-Auto und den Papierkranich. Los geht's. Was war das jetzt wieder? Bitte keine bekannten Probleme. Oh, jetzt sind diesmal hier Fußspuren. Für mich sind sie immer noch Dinosaurier-Fußspuren. Aber manche denken so, es sind Bowser. Ihr seht zwar aus wie Bowser, aber es sind immer noch Dinosaurier. Alter, die hatten Vorsprung. Mit den Pilzen. Bitte mach keine bekannten Probleme. Alter. Alter, was soll denn das jetzt? Ich möchte keine bekannten Probleme haben. Ich dachte, die bekannten Probleme sind doch aufgehoben. Irgendwie war das dort ein Fehler. Das reicht nicht. Und nun, Koopa Strand. Da ist er mit einem Brontosaurus mit drauf. Mit Peach. Los geht's. Alle B? Hä? Okay, hoffentlich ist es hier kein Problem. Ich habe vollkommen vergessen, dass es hier eine Rampe gibt. Alter. Komm schon, fahr durch. Nein, was machst du? Och Mensch. Ich dachte, die bekannten Probleme werden doch aufgehoben. Oh, nochmal Party-Modus, diesmal mit Herzen.
Ich dachte schon, die bekannten Probleme werden doch aufgehoben. Trotzdem hier 5 Sterne. Oh, jetzt Tourgeschenk jetzt wieder. Oh, jetzt werden wir reichlich hier Item-Tickets bekommen. Also, jetzt haben wir bereits Item. Waluigi Flipper kommt jetzt. Mit Pauline. Und natürlich die normalen Ballons. Okay, los geht's. Wieso das als einziger Strecke kommt? Also das verstehe ich irgendwie nicht richtig. Oh, jetzt habe ich 23 Itembox-Tickets. Das ist ja übelst viel. Aber bis jetzt sieht das jetzt sehr gut aus. Oh, oh, ramm bitte nicht an den Ziellinie. Oh, Vorsicht. Boah, das war knapp. Ui, Banane. Boah, Vorsicht. Sieht gut aus und wir werden ein Erster sein. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. So, was kommt jetzt als Minispiel? Ah, jetzt erst Level 74. Okay, erstmal Tourgeschenk erstmal. Zeitfahren kommt jetzt im vorletzten Cup. Und dann machen wir noch den letzten Cup. Und da wollen wir es hoffen, dass wir den goldene Röhre wieder mal was Gutes kriegen. Okay, in der königlichen Rennpiste. So, und jetzt hier über die über den See oder den Fluss oder so eher gesagt. Das ist eher Fluss. Weil hier so. Hier ist es auch hier ein See, aber auch darauf mitten im Fluss.
tun jetzt hier wieder den Abkürzung. Immer schön konzentriert bleiben. Und wir haben es geschafft. Ja, da freust du dich sehr. Die Lieblingscharakter aus von meinem Spielfreundin Chrissy, sein Lieblingscharakter, Prinzessin Peach. So, jetzt wieder Tourgeschenk. Jetzt kommt der letzte Cup. Shy Guys Bazaar kommt jetzt. Mit Feuerbruder. Das ist jetzt wirklich der letzte Cup. Das ging ja auch sehr schnell. Und los geht's. Nein, 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 nein! Genau rechtzeitig in die Straße zurück. Weil die hat mich ja mit dem Bob-Omb getroffen. Doch sein letztes hat mich der Pilz dann noch gerettet. Der Pilz hat mich noch gerettet. Totaler Glückssträhne. Ist es von euch auch passiert, dass ihr kurz vorm Runterfallen bist und dir einen schnellen Pilz benutzt und dann auf der Straße noch rechtzeitig gekommen seid? Bei mir ist es das zum ersten Mal. Totaler Glückssträhne. Out. Nein! Nein! Verdammt nochmal! Ja! Ja, ja, bitte, bitte! Sei erster noch! Sei noch erster, bitte! Geschafft! Jawohl! Gerade noch rechtzeitig erster! Super! Gut gemacht, Feuerbruder! Oh, 300 Punkte mehr. Oh, Alter. Machen wir dann. Jetzt kommt Marios Piste. Mit Koopa Free Running. Rote Bolide. Und den Wolkenauto. Wolkenauto, was soll ich denn? Was sag ich denn bloß? Das Wolkenauto, das sind Wolkengleiter. Nun, los! Oh, ich bin mal gespannt auf die goldene Röhre. Wir sind jetzt mitten in der letzten Cup. Die letzte Runde. Thank you.
Wow, von meinen Bananen selber getroffen. Verdammt. Nein! Verdammt, Brandy. Nein, Brandy. Das habe ich nie getroffen. Ja, bitte. Ja. Ich habe mir weggebrutzelt und... geschafft. Direkt weggebrutzelt. Randy wollte genau Erster werden und die wird weggebrutzelt. Oh mein Gott, das ist witzig. Oh, Alter, das wird so knapp. Das war so knapp. So, und jetzt noch Donkey Kongs Alpine, R und X. Oh, Rosalina. Halloween. Halloween ist zwar vorbei, aber du kannst natürlich mitmachen. What? Einer benutzt Mario als Weihnachtsmann, aber das kommt bestimmt als Comeback. Also als Weihnachten-Comeback. Oh, Tatsache, zwei Toadettes. Zwei Toadettes. Hoho, das wird lustig. Out. Out. Wird von mir getroffen. Out. Oh ja, Kugelwilli und schon zwei und schon vierter geworden. Vorsicht. Okay, Panzer, Starry-Panzer. Nein! Ich Idiot! Na, dritter Platz. Oh Mann. Okay, das war jetzt der vorletzte Rennen. Jetzt kommt nämlich das letzte Minispiel. Wahrscheinlichkeit, ein Rennen. Jetzt kommt nämlich Riesenrückwärtsrennen. Mit Yoshi. Wahrscheinlich sind jetzt Shy Guys. Also jetzt die Shy Guys. Ja, es sind Shy Guys. Nur Shy Guys. Ja, es sind Shy Guys. Oh, Alter, das war knapp. Komm schon. Lass dich nicht von den ganzen Shy Guys hier runtergehen. Sei Erster und... Wow, das war knapp. Das war knapp. Aber ein sehr tolles Rennen mit Shy Guys. Und wir haben den Rennen komplett abgeschlossen. Alle Cups beendet. Yoshi. Toad.
Heute König Buhu. Waluigi. Rosalina. Baby Rosalina. Daisy. Und natürlich Schwarzer Shy Guy, die ich offline gespielt habe. Okay. Goldene Röhre. Let's go. Was? Soll das ein Witz sein? Soll das ein Witz sein? Och nö. Ihr habt mich wieder enttäuscht. Ihr habt mich wieder enttäuscht. Na super. Cool Guy, das war nicht wahr. Entschuldigung, dass ich das sage, aber das war ja leider nicht wahr. Na dann werde ich jetzt das Rennen jetzt beenden in Mario Kart Tour. Hoffentlich hat euch das gefallen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut und ciao, ciao.